Was vermisst du am meisten an der Beziehung? Boah, Alter! Mit wie vielen Frauen hattest du letzten Monat? Hast du deinen Partner schon mal betrogen? Jetzt stehe ich da wie der letzte Mann, was soll denn das? Hoffentlich sieht das keiner, das Video. Jo, was geht, Leute? Willkommen zu diesem Video. Akani, nice, dass du erstmal deinen Schritt säuberst, wenn wir hier anfangen zu drehen. Ich habe mir vorher was ausgedacht, beziehungsweise was überlegt. Ich bin ja ein Mensch, der eigentlich immer nur lügt. Richtig. So kennt ihr mich ja. Ich bin ja super unehrlich zu euch und würde ja niemals die Wahrheit sagen. Die Wahrheit sagen. Genauso verhalte ich mich hier auch im Büro. Vor mir stehen jetzt zwei Mitarbeiter und zwei Mitarbeiter, die bei Space Music Records arbeiten, bei unserem Musiklabel. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch mal an der Zeit, dass diese Leute mir jetzt einfach super unangenehme Fragen stellen und ich die einfach hundertprozentig ehrlich beantworten muss. Ich habe keine Ahnung, was diese vier Menschen geplant haben. Die haben sich untereinander abgesprochen. Und ich habe diesen Hund jetzt dabei, weil es so eine Art Therapiehund ist, damit ich das hier irgendwie durchstehen kann. Okay, let's go. Akani, bitte bleib bei mir. Ich halte das sonst nicht aus. Das ist Leo. Leo schneidet meine Videos und leidet an verschiedensten psychischen Krankheiten. Richtig. Wegen mir. Kann ich mich kurz vorstellen? Ich bin Tobi. Wir haben noch Lia und Miki. Die beiden arbeiten bei Cybergen bzw. Space Music Records mittlerweile als Grafikdesignerin und Digital Creative CEOs. Keine Ahnung, ob es dafür eine Bezeichnung gibt. Lia, du arbeitest, glaube ich, seit wie lange hier? 2,5 Monate. Miki halt auch. Hi Miki, na, wie geht's dir? Sehr gut, und selbst? Fangen wir einfach an. Wir fangen an. Was ist deine größte Angst? Boah, direkt so eine Knallerfrage. Top-Notch rein. Was ist meine größte Angst? Dass ich... Boah, so eine irrationale Angst oder so eine rationale eher? Irrational. Irrational. Okay, entweder, dass ich bei einem Autounfall sterbe, dass meiner Familie irgendwas passiert oder dass ich einfach Krebs bekomme. Also so wirklich Sachen, wo man keinen Einfluss drauf hat, die man auch irgendwie nicht... Gut, also Krebs, das kann man verhindern. Gewissermaßen. Oder... Autounfall, wenn man selber verschuldet ist auch. Hä? Nächste Frage. Boah, es ist jetzt schon so... Was vermisst du am meisten an der Beziehung? Boah, Alter. Du Wichser. Okay, pass auf. Ich würde sagen, nach 5 Jahren Beziehung ist man halt in so einem Gewohnheitstrott drin. Und das fehlt auf jeden Fall halt. Also wir reden ja immer noch, so wie früher. Nur schlafen wir halt nicht mehr in einem Bett und haben halt diese Intimität nicht mehr. Und das fehlt natürlich halt schon. Also das ist natürlich jetzt, das ist ja noch relativ frisch. So, das ist schon so ein bisschen weird noch, ne? Das fehlt auf jeden Fall. Also man hat ja nicht mit jemandem direkt diese Bindung. Weißt du, was ich meine? Also selbst wenn man da mit jemandem mal... Dann ist man ja nicht direkt auf dem Level. Wolltest du gleich? Das war so eine schöne Antwort. Bleiben wir direkt bei Intimität. Mhm. Wie oft hast du einen runtergeholt, als wir hier oben waren? Zähl jetzt ja auch nicht, aber ich bin mir sicher, dass es bestimmt schon über 10 Mal vorgekommen ist. Das ist jetzt ja nicht viel, verglichen mit der Zeit, wie lange Leo hier schon arbeitet. Man macht das ja auch eigentlich nicht am Arbeitsplatz. Ja. Ich schon. Ich gehe aber mal hier oben eine Hand geben an alle. Disgusting. Yeah. Das ist voll gut eigentlich. Wir kennen uns doch gar nicht so gut. Aber jetzt werden wir jetzt kennenlernen. Sind es krasse Fragen? Ich wusste, dass du komplett viel crazy gehst. Mit wie vielen Frauen hattest du letzten Monat Sex? Boah, das kann ich echt offen beantworten. 3. So, pipapop. Ja, reden wir einfach weiter. Hast du schon mal das Gesetz gebrochen, Baby? Safe, mehrere Male. Ja? Ich glaube sogar, ich begehe gerade Steuerhinterziehung. Aber nee, erst nach 3 Monaten, glaube ich, wenn ich Akani nicht angemeldet habe. Ich muss den noch anmelden, sonst kriege ich eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung, wegen Hundesteuer. Ich bin schon mal in eine Schule eingebrochen. Wir haben in der Turnhalle rumgechillt. Ach so, ja, okay. Aber also nicht eingebrochen, also das hatte jemand halt einen Schlüssel. Also wir haben nichts kaputt gemacht. Dann habe ich mal geklaut auf jeden Fall. So im Kiosk und sowas habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Also ich glaube, man bricht ja so schnell das Gesetz. Das hast du ja bestimmt auch schon getan. Das ist das Ungewöhnlichste, dass du je dein Lulu reingesteckt hast. Was? Es gibt so, es ist aber nicht ungewöhnlich eigentlich, es gibt so Eier, die als Sextoys sind, die sind so aus Silikon und die kann man sich über den Pimmel ziehen. Und, aber das ist ja nicht ungewöhnlich, weil die sind ja dafür gemacht. Zwischen 2 Füße vielleicht. Wow. Was mit der Puppe von Katja Krasowitsch? Da habe ich meinen Penis tatsächlich nicht reingesteckt. Habe ich auch wirklich kein Interesse dran. Was wolltest du schon immer einer Person hier im Raum sagen, aber hast es dich nicht getraut? Und bitte nicht mich jetzt angreifen, weil ich habe eine schwache Psyche. Spaß. Ich bin ja normalerweise relativ offen, wenn ich so Kritik oder sowas habe. Manchmal finde ich Leos Hoodies hässlich. Was? Leo, es tut mir leid. Hast du schon mal etwas für Geld getan, wofür du dich schämst? Ich habe mal als 16-Jähriger in Hundescheiße gegriffen für 50 Euro, weil ich komplett besoffen war. Oh. Würde aber nicht sagen, dass ich mich dafür schämen sollte, weil es waren ja 50 Euro, ne? Placementmäßig muss ich ganz ehrlich sagen, es gab ein so ein Ding, da hat auch mein damaliges Management richtig reingeschissen. Da haben wir ein relativ aufwendiges Konzept gemacht. Ja, es hat halt gar nicht dazu gepasst, das habe ich mich so auflabern lassen. Das war halt dumm, das war so zu Anfang meiner Zeit. Hast du deinen Partner schon mal betrogen? Nein. 100%ig nein. Für was?
nutzt du deine Reichweite aus? Boah, für was nutze ich meine Reichweite aus? Free Drinks. Free Drinks. Auf jeden Fall. Nice. Schaut euch ans Bootshaus an der Stelle. Ausnutzen würde ich ja nicht sagen, weil die kriegen ja was zurück. An der Stelle Grüße auch an Luca. Es gibt nicht in jedem Club Flaschen. Gewöhnlich dran. Ja. Aber tatsächlich hättest du jetzt wahrscheinlich sowas erwartet wie Frauen oder so, ne? Ja. Weiß ich nicht. Also guck mal, das Ding ist, ich gehe halt nicht aktiv hin und schreibe jemandem auf Instagram eine DM, yo, ich finde dich geil. Also das wäre ja dann ausnutzen, oder? Weißt du noch, in Mailand. Mm-hmm. Sorry, you speak English? Yes. May I ask for your number? I'm very famous on Instagram, look at me. Me. 1.7 million followers on Instagram. Also ja gut, da wurde ich aber dazu gezwungen. Nee, aber tatsächlich würde ich sagen, dass ich das nicht so gerne spiele, die Karte. Weil das immer so super unangenehm ist und dann idealisiert dich die Person irgendwie und hat ja dann auch gar kein Interesse an dir als Person. Das mag für ein einmaliges Ding vielleicht okay sein so, aber wenn man ja was längerfristiges, dann funktioniert das ja eh nicht. Weil du ja gerade gesagt hast, du bist relativ offen, was Kritik sagen angeht. Mhm. Was passt dir gar nicht an mir? Oh nein, du überlegst so viel. Also mir fällt jetzt nicht direkt spontan was ein. Ich glaube manchmal bist du ein bisschen verpeilt und vercheckst Sachen. Nö. Das ist irgendwie normal. Also das passiert so. Habe ich wohl verpeilt. Lass mich jetzt in Ruhe die nächste Frage. Bist du behindert, Alter? Was war dein dümmster Fehler, den du jemals getan hast? Okay, ich bin mal, da konnte ich halt nicht was für. Ich habe mal eine Anzeige wegen Fahrerflucht gehabt, tatsächlich. Mhm. Es war so Winter und es war alles neblig und ich bin im Schneefahrzeug ausgewichen und bin rückwärts in ein anderes Auto reingefahren. Was ich aber nicht gemerkt habe, weil mein altes Auto, dieses blaue, hier ist nochmal kurz ein Video davon, wie wir es kaputt machen. Dieses blaue Auto, wenn es halt im Rückwärtsgang war, ist immer so zurückgesetzt, weil es halt richtig im Arsch war halt einfach. Und ich bin wohl irgendwie reingefahren, hab's nicht gemerkt, bin abgehauen, hab dann eine Anzeige wegen Fahrerflucht gehabt und dann sind meine Eltern abends noch von der Polizei an der Haustür begrüßt worden und sowas. Wenn ich das gemerkt hätte, war das auf jeden Fall eine ziemlich dumme Aktion, aber ich hab's halt nicht mitbekommen so. Ich bin halt rückwärts reingefahren und ja, hab mir halt nichts dabei gedacht und ich habe auch nur irgendwie an der Seite ein bisschen was kaputt gemacht, aber der Typ hat mir direkt halt angezeigt, wollte dann irgendwie Schadensersatz haben, dann musste ich glaube ich 400 Euro an eine gemeinnützige Organisation spenden oder sowas und die Gerichtskosten tragen. Aber ich habe keinen Punkt und kein Fahrverbot bekommen. Normalerweise kann man für Fahrerflucht ins Gefängnis gehen. Sonst, was auch richtig, richtig dämlich war, ist, dass ich mit meinem Hund, damals mit meinem alten Hund Shadow, an der Leine mit dem Fahrrad gefahren bin und der mich dann gezogen hat und ich bin hingefallen, hat mir dabei den Arm gebrochen. Das war halt auch sehr, sehr dumm so und ich habe so einen halben Salto über den Lenker gemacht und bin so auf eine Stange gefallen. Das war halt ziemlich, ziemlich stupid. Dann habe ich mal, das sind viele dumme Sachen, ne? Ich überlege gerade, was ich in der Schule mal richtig Dummes gemacht habe. Was richtig, richtig Dummes. Ich musste mal eine Klausur nachschreiben, das sind alles so Kleinschiff beim Spicken erwischt wurde, was halt sau dumm war, wo ich die Sachen konnte. Nee, ich glaube, ich habe noch diese eine richtig dumme Sache habe ich noch so vor mir. Die kommt noch, sagst du? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das wird sau unangenehm. Ja. Ah ja, und dann war natürlich halt ein Fehler, Leo und Tobi angestellt zu haben. Tobi, wieso weinst du? Ich weiß nicht, wie ich die Frage stellen soll. Hau einfach raus. Würdest du mit einer der hier im Raum stehenden Personen schlafen? Hier ist nur Lia als Frau jetzt. Tatsächlich nicht. Da würde ich sagen, da bleibe ich professionell und mach's einfach nicht. No front, Lia. Das wäre nicht cool. Weil wenn man die Person dann jeden Tag sieht und man auch gerade in so einem Mitarbeiterverhältnis irgendwie steht, ist das sehr strange. Ist das strange auf jeden Fall. Ne? Ja. Der nächste ist dran. Wann drehen wir das Mitarbeiterfragen-Video? Welches? Das, wo du die Mitarbeiter hier einlädst und denen Fragen. Oder also die dir Fragen stellen quasi. Wir drehen bezüglich. Das gerade. So, die Frage, die lösche ich mal kurz raus. Die Frage lösche ich raus. Was denkst du dir dabei, wenn du mir, während ich arbeite, erzählst, mit wie vielen du letzte Woche geschlafen hast oder gern schlafen würdest? Gar nichts einfach. Papa. Also einfach gar nichts. Ich erzähle das einfach. Jedem. Nee, nicht jedem. Nächste Frage. Ja gut, und noch eine Frage. Wen in diesem Raum magst du am wenigsten? Aber das bin ja wohl ich. Danke für das Video. Okay, wie fühlst du dich dabei, dass ich nur auf Akani aufpassen darf, wenn du einen One-Night-Stand hast? Das war jetzt, pass auf, okay, das war jetzt einmal so und das war nicht mal ein One-Night-Stand, sondern ich bin nach Aachen gefahren zu Ju und da haben wir einen One-Night-Stand ergeben. Party gefeiert. Okay, also es dann, war. Dann tut's mir leid. Ja. Kannst aber du mir immer geben. Ich werde keine One-Night-Stands haben. Jetzt stehe ich da wie der letzte Mann, was soll denn das?
Hoffentlich sieht das keiner, das Video. Wird bestimmt keiner sehen. Gut, das war ziemlich unangenehm. Gerade die Fragen von Lia. Das habt ihr ganz toll gemacht. Ich bin an der Stelle raus. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Soll ich eure Instagram-Profile oder sowas verlinken? Bisschen Cloud, ihr wisst Bescheid. Alles in der Videobeschreibung und ich bin raus. Macht's gut, haut rein. Bis dann. Ciao.